Moin Moin Mahlzeit, liebe Leute. Heute zeige ich euch mal wieder, wo Xur steht, und zwar auf der Erde. Dazu fahrt ihr hier auf der Karte gesehen einfach mal in die gewundene Bucht, Schnellreisepunkt, und folgt dann einfach den Weg, den ich hier gerade fahre. Ich weiß noch nicht, was Xur hier so alles dabei hat. Schauen wir uns mal an. Auf jeden Fall mal ein paar Forsaken Exos. Falls ihr sie noch nicht habt, würde ich euch definitiv empfehlen, da mal vorbeizuschauen. So, dann springen wir mal hier einfach mal auf ganz entspannt den Berg hoch. Okay, nicht hier. Nice. Hier ist es. Ja, hier hängt so ein Zeug hier runter. Und hier ist so eine kleine Cave. Da könnt ihr dann reinlaufen. Und wenn ihr hier dann rauskommt, hier ist das Schiff. Ich wollte hier vorhin hier drüber gehen. Da seht ihr dann Xur. Position kennt man ja eigentlich. Und ja. Ah ja, Forsaken Exo ist auch auf jeden Fall der Start. Huckleberry Finn. Ne, MP. Sehr, 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 sehr starke Waffe für den PvE. Falls ihr die noch nicht habt oder noch nicht im PvE probiert habt, macht es mal. Wirklich, wirklich sehr, sehr stark. So, dann haben wir Maske des Stillen. Finde ich jetzt persönlich ein Exo, das vielleicht mal einen Buff gebrauchen könnte. Ist nicht wirklich gut. Kann ich keinem empfehlen. Und die Fusionsgewehr zielen, Scharfschützenreserven, naja. Also ist wirklich kein gutes Exo. Dann haben wir die Zwillingsnah, ich nenne es auch Gucci-Hose. Das ist gar nicht mal so übel für den Jäger. Exo-Schuhe. Und zwar, wenn ihr ausweicht, dann geht bei den Gegnern das Radar kurzzeitig aus. Wenn ihr viermal Jäger in Competitive spielt mit viermal dieser Hose, dann viel Spaß an die Gegner. Und ja, gut, man hat hier Spezialmunitionfinder. Scout-Gewehrplünderer ist jetzt, sag ich mal, nicht das Beste. Hier wäre halt Sniper oder Shotgun oder Fusionsgewehrplünderer gut. Anfallwaffengeschick ist gut. Und hier wäre ich halt auf Erholung gegangen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Vom Perk-Roll her ist das jetzt nicht so gut, aber an sich ist das Exo ganz nützlich. Dann haben wir hier etwas Neues, und zwar für den Warlock. Ich kaufe es mir mal direkt, weil ich habe es, glaube ich, noch nicht. Und zwar hier, Widerstand gegen eingehenden Schaden, während du eine leere Granate mit Chaosbeschleuniger, die leere Füttern oder Handsupernova auflädst. Bei einem Treffer bringen geladene leere Granaten eine zufällige Menge an Granatenenergie zurück. Also im Prinzip, wenn ihr eure Granate aufladet und ihr kriegt dann in diesem Moment Schaden, und ihr lasst es dann los, dann habt ihr dann die Granate mit einer zufälligen Menge an Granatenenergie. Also es kann auch passieren, dass die Granatenenergie danach direkt voll ist. Auch hier Erholung leider nicht dabei. Handfeuerwaffenlader ist in Ordnung, klingt gut. Und Maschinengewehrplünderer ist auch sehr, sehr nice. Snipergewehrplünderer ist auch gut. Also das hier kann man sich durchaus mal kaufen, weil zwar leere Warlock öfter spielt. Ist aber, denke ich mal, im PvE eher zu gebrauchen. So, ansonsten, liebe Leute, war es das schon mit diesem kurzen Xur-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Abo für mehr Xur-Videos und ein Like da, damit ich mich freue. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf VeneroTV.